Der Deutsche Wetterdienst überwacht, und das ist sein gesetzlicher Auftrag, an 48 Messstellen in Deutschland, 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr, die Radioaktivität in Luft und Niederschlägen. Mithilfe meteorologischer Prognosen berechnet er außerdem die Ausbreitung radioaktiver Schadstoffe in der Atmosphäre. Ein speziell ausgerüstetes Messflugzeug erfasst bei Bedarf die Strahlenaktivität in großer Höhe. Die aktuellen Werte des bundesweiten Radioaktivitätsmessnetzes erreichen die Zentrale des Deutschen Wetterdienstes in Offenbach täglich. Die Experten des Nationalen Wetterdienstes im Radiochemischen Zentrallabor werten Luft- und Niederschlagsproben aus ganz Deutschland aus. Sie suchen dabei gezielt nach Spuren von radioaktiven Elementen, wie zum Beispiel Strontium und Plutonium. Sollte der Ernstfall eintreten und liegen Informationen über einen Kernkraftwerksunfall vor, startet der Deutsche Wetterdienst sofort Berechnungen, die die Ausbreitung der eventuell radioaktiv kontaminierten Luftmassen simulieren. Innerhalb von nur 30 Minuten erstellt der DWD dann auch Prognosen über die zu erwartende Größenordnung der Radioaktivität in der Luft und im Niederschlag. Stellen die Stationen des Radioaktivitätsmessnetzes aber erhöhte Radioaktivitätswerte fest, ohne dass eine Unfallmeldung bekannt ist, kann der DWD auch errechnen, aus welcher Gegend die kontaminierte Luft gekommen ist. Sobald an einer der Messstationen des DWD Werte oberhalb einer gesetzlich festgelegten Schwelle ermittelt werden, wechselt das Messsystem vom Standardmessbetrieb in den Alarmmessbetrieb. Dann übermitteln die Stationen ihre Ergebnisse nicht nur einmal am Tag, sondern alle 2 Stunden an die Zentrale in Offenbach. Dort wird gleichzeitig ein Lage- und Informationszentrum eingerichtet, das alle nun notwendigen Schritte koordiniert und abstimmt. Alle Messungen seiner Stationen sowie die Ausbreitungsrechnungen leitet der DWD sofort an das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und das Bundesamt für Strahlenschutz weiter. So schreibt es das Strahlenschutzvorsorgegesetz vor. Bewertet werden alle Messdaten ausschließlich vom Bundesamt für Strahlenschutz. Dort arbeiten Spezialisten, die die Messergebnisse einordnen können und wissen, ob eine Gefährdung für die Bevölkerung denkbar ist. Der DWD ist im Bereich der Radioaktivitätsmessung nicht nur bundesweit aktiv, sondern auch international vernetzt. Er ist in einen Alarmierungsplan der Weltorganisation für Meteorologie und der Internationalen Atomenergieorganisation eingebunden, der für eine schnelle Weiterleitung von Alarmmeldungen und Ausbreitungsrechnungen an alle Wetterdienste sorgt. Außerdem erfasst der DWD im Rahmen eines internationalen Messprogramms der Weltorganisation für Meteorologie auf der Zugspitze auch Radionuklide, wie zum Beispiel das Edelgas Radon 222. Wenn Sie mehr über die Radioaktivitätsüberwachung des Deutschen Wetterdienstes erfahren wollen, dann besuchen Sie uns doch einfach im Internet unter www.dwd.de/radioaktivität. Deutscher Wetterdienst. Wetter und Klima aus einer Hand.